herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ganz ungewohnte Perspektive, nehme ich an, beziehungsweise weiß ich, weil ihr kennt diesen Raum noch gar nicht. Und er ist endlich fertig. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gelesen. Es handelt sich um mein XXS-Arbeitszimmer. Es ist sehr klein, von Quadratmetern. Ich werde es auf jeden Fall mal ausmessen und euch jetzt einblenden, wie groß es ist. Es ist sehr minimalistisch gehalten, aufgrund der Größe. Und ich finde es wunderschön. Ich finde es sehr stimmig, sehr zweckmäßig und sehr, sehr praktisch. Ich zeige euch jetzt ganz kurz mein winzig kleines Arbeitszimmer, blende euch jeweils Preise und alles ein. Es ist nämlich nicht nur sehr klein, sondern auch sehr günstig oder recht günstig für das, was es ist. Also für ja so schön und so stimmig, wie es ist, finde ich, dass es gar nicht so teuer war. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, eine ganz gute Inspiration, wenn ihr auch einen sehr kleinen Raum vielleicht habt und euch schon immer mal eine Arbeitsecke irgendwo einrichten wollt, dann nehmt diesen Raum, nutzt das und sagt nicht, ja, nee, muss ich da, dann mache ich lieber eine Abstellkammer oder bla bla. Man kann fast alles oder man kann eigentlich alles, was man irgendwie in eine Abstellkammer packen möchte, auch woanders hinpacken. Und kann sich selbst, und das war bei mir jetzt gerade eben auch so der Fall, einen Traum erfüllen, nämlich sich ein Arbeitszimmer einrichten. Und ihr seht ja auch zum Beispiel hier den Staubsauger. Der ist Kategorie Abstellkammer und was Dinge, die hier hinten drin sind, sind vielleicht auch Kategorie Abstellkammer. Trotzdem kann man ganz viel irgendwo anders unterbringen, ist einfach so. Und von daher würde ich sagen, lasst euch inspirieren, schaut es euch an und wenn ihr Bock drauf habt, euch einen kleinen Raum in ein Arbeitszimmer, in ein Nähzimmer, in ein Kreativbastel, was auch immer Zimmer zu verwandeln, dann erfüllt euch den Traum, weil ich habe mich so gefreut, als das Zimmer fertig geworden ist. Und zwar heute erst, komplett fertig. Und ja, werde hier viel Zeit verbringen. Deswegen ist es halt, also, oder einfach gerade, ja, weil man viel Zeit verbringt und so weiter, macht es einfach Sinn, sich das wirklich so schön wie möglich zu machen. Und ja, lasst euch inspirieren. Viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich sehr. Und ich werde mal hier irgendwie mal gucken, wenn ich dann Videos drehe, wo ich vielleicht was am PC mache, eine Kamera aufstelle, Bildschirmaufnahme mache und so. Das ist hier alles echt optimal so eingerichtet. Einfach Stativ hin, fertig. Ja, dann ein bisschen Weitwinkel. Wobei, das ist ja jetzt nicht mehr Weitwinkel. Also von daher, so ist noch genug Platz zum Filmen. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt schon mal ein bisschen so gesehen, wie ich mir das alles hier so eingerichtet habe. Ich muss ein paar Dinge noch so dazu sagen. Zum einen, ihr seht ja hier, das oben ist ein Stück Arbeitsplatte von hier unten und das hier werde ich auf jeden Fall noch weiß streichen. Dann habt ihr ja vielleicht gesehen, hier sind überall so ein paar Flecken an der Wand, die werde ich auch noch weiß überstreichen. Das ist vom mehr oder weniger von der Nutzung hier als Abstellkammer. Genau, und zum Thema Abstellkammer, ich habe hier sowas wie Tacker und so. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, solche Schreibtischutensilien drin. Alles andere hier unten ist tatsächlich eher so Kategorie Abstellkammer. Also hier ist Bettwäsche und was ist hier drin? Ach ja, so Wintersachen, Schals und so. Und unten sind meine Handtaschen mehr oder weniger gestopft. Genau, aber das hier ist auf jeden Fall Schreibtischkram hier oben. Ja, war das so ein kleiner Einblick in mein XXS-Arbeitszimmer. Und
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein bisschen ein paar Ideen geben, wie man so auf ganz kleinem Raum viel rausholt. Zum Beispiel mit diesem Board hier oben. Das war halt so, ich wusste, von der Arbeitsplatte muss hinten ein Stück abgeschnitten werden. Und dann dachte ich mir so, wie geil ist das denn? Mach das einfach da oben hin und dann kannst du da Zeug abstellen. Sonst hätte ich halt alles hinten da so hingestellt, hinter meinen Laptop praktisch. Aber so ist das viel cooler und du kannst es einfach noch dekorativ nutzen und hast zur Not mal noch ein bisschen Abstellfläche. Was ich auf jeden Fall noch optimieren werde, ist, dass ich mir bei IKEA so einen ganz, ganz, ganz billigen Mülleimer holen werde. Da gibt es so für 1,50 oder so. Okay, für 1,50 Euro. Für 1,50 Euro gibt es da solche weißen Mülleimer, blende ich jetzt ein. Sind einfach nur weiß und schlicht und so. Ich habe hier nämlich gestern schon ein bisschen gebastelt. Ich habe in ein paar Bilderrahmen so, also Bilder ausgedruckt. Ich habe mir mit Photoshop so Bilder, also Sprüche auf Hintergrundbilder praktisch gepackt und die dann ausgedruckt, also so selbst solche, so standardmäßig, so Sprüche mit irgendeinem coolen Bild. Sowas habe ich halt aus einem Spruch meiner Wahl und einem Bild meiner Wahl selbst kreiert. Die habe ich ausgedruckt und ausgeschnitten für die Bilderrahmen eben. Und da war hier übelstes Bastelchaos, voll cool eigentlich so. Aber ich habe einfach das Papier auf den Boden geworfen und es dann weggebracht. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch einen Mülleimer drunter stellen. Platz ist ja genug. Genau, und ansonsten weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas dann so krass verändern und optimieren werde. Weil ich bin eigentlich echt zufrieden, so wie es ist. Ich finde es total schön. Ich saß gestern Abend hier auch locker 3 Stunden, habe Zeug gemacht. Also nicht nur sinnlos gebastelt, sondern auch wirklich Zeug erledigt und so. Es war total cool. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich riesig über dieses Zimmer. Und würde sagen, also dieser Raum der Wohnung ist auf jeden Fall komplett fertig. Und das Kinderzimmer ist jetzt auch komplett fertig. Ich habe nämlich noch das letzte Deko-Element aufgehängt. Das Badezimmer ist komplett fertig. Der Flur, also hinter mir die Ecke, da muss ich nur noch einen Bilderrahmen lackieren, dann ist es auch komplett fertig. Und in den anderen beiden Räumen sozusagen fehlt auch nicht mehr viel. Also von daher würde ich sagen, meine aktuelle Traumwohnung ist bald soweit komplett und ich fühle mich hier nach wie vor super wohl. Und ich glaube, das trägt auch ganz, 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 ganz viel dazu bei, wie es einem geht. Und das meine ich ernst, was ich euch wirklich mit auf den Weg geben kann. Das klingt jetzt richtig bescheuert. Aber wenn man sich in seinem Umfeld, damit meine ich jetzt gerade nicht die Menschen, sondern generell so Stadt, Ort, Wohnung, Haus, was auch immer, wenn man sich da wohlfühlt und wenn man sich so schön wie möglich macht, dann geht es einem auf jeden Fall schon mal viel besser, als wenn man das nicht macht. Und dementsprechend sollte man sich auch einfach sich selbst oder man selbst sollte es sich auch wert sein, da ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld und ein bisschen Ideen, ein bisschen was auch immer zu investieren, es sich so schön wie möglich zu machen. Also sucht euch Inspiration und wenn ihr Bock auf Veränderung habt oder wenn ihr halt auch die perfekte Situation für mich habt, euch was neu einzurichten, dann macht das und dann sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mein XXS-Arbeitszimmer findet, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt, wobei ich halt sage, es ist fertig, aber wenn ihr jetzt so sagt, keine Ahnung, da und da noch das und das oder dieses Deko-Element oder das passt da perfekt dazu oder was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lasse mich gerne noch inspirieren. Ob ich es umsetze, ist die andere Frage, aber es kann ja sein, dass irgendjemand von euch so den ultimativ krassen Einfall hat. Ich würde mich freuen. Lasst mir Feedback da, wie ihr es findet und ja, dann bis zum nächsten Video.